Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Gnomoria. Nach langer Pause wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr 2014 und ich hoffe, dass alles, was ihr euch vorgenommen habt, für euch in Erfüllung geht und dass ihr zufrieden und glücklich dieses neue Jahr verbringen werdet und dass ihr vor allem auch gesund bleibt. Ja, ich habe mir jetzt auch mal die Mühe gemacht, wieder die ganzen neuen Abonnenten und auch die alten mal aufzuschreiben, die das Abo auch öffentlich teilen. Und da sind jetzt über die Feiertage doch ein paar noch dazugekommen. Und da schauen wir doch einfach mal, ob ich da vielleicht jetzt mal ein paar noch dazu machen kann. Aber zunächst muss ich erstmal gucken. Black Doom. Wird nur mit einem O geschrieben. Er hatte mir zwar geschrieben, da hätte ich ein E drin, aber dann wäre es ja ein bisschen sächselig gewesen. Ich hoffe mal, dass das so richtig ist. Jetzt quietscht auch wieder meine Tastatur hier, die Schublade. So. Und dann schauen wir mal, wir da jemanden neu hinzufügen können. Weiß gar nicht. Klee? Bin ich mir jetzt unsicher. Lass ich jetzt einfach mal. Also wenn neue Gnome kommen, dann werde ich diese Liste hier benutzen. Das Zettelchen hier. Und dann werden die Namen da natürlich wieder eingetragen. So, aber jetzt lassen wir das Ganze erstmal laufen. Weil ich habe nämlich auch gar keine Ahnung. Oh. Ja, das wird spannend. Mal gucken, vielleicht verhungern die ja. Wenn sie nämlich keinen Weg hier reinfinden, dann haben sie nämlich schon echt die Arschkarte, weil ich glaube, die kommen auch gar nicht darunter. Sollte zumindest so sein. Gucken wir mal. Ja. Oh, da können die bleiben. Wegen mir. Wenn es denen Spaß macht. So, dann schauen wir mal. Vier neue Gnomens. Ja, da haben wir doch schon. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, dass ich keinen doppelt reinschreibe. Es sind ja auch ein paar gestorben im Netz. Und das sieht mir dann doch eher aus nach einem neuen Gnom. So, wen haben wir denn? Muss ich meinen Stift hier mit benutzen? Letztes Mal hatte ich das ja off-cam gemacht. Und diesmal seid ihr mit dabei, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Ist mir jetzt aber mal persönlich ganz egal. Mr. Black Reaper. Der ist dann nicht mit auf der Liste drauf. Captain Dijon. Dann mach ich mal ein Häkchen hin. The Black Doom. Jawohl. Drachenblut. Den hatte ich auch gesehen. Der Sebastian. Habe ich Minecrafts LP. Den habe ich hier auch auf der Liste. Häkchen dran. General Marty habe ich auch. Drachenstreif habe ich auch. Something Special LP habe ich auch. Doskos, den hatte ich doch auch irgendwo gesehen. Da unten ist er. Roleplay-Spieler habe ich auch. Ja, aber ich glaube, das hat mir, habe ich von einer anderen Liste. Owl 1999, David Who. Wen haben wir denn noch? Justice Reloaded. Den habe ich auch nicht hier auf der Liste, wenn mich alles täuscht. Rainbow Bash, Joker, Chaos Soft Games, Alexander, Joel, Famous Fucker. So, gut. Dann machen wir hier mal weiter. Dann nehmen wir erstmal wieder den, gehe ich der Reihe nach, den Finn. Hallo? Ach so, ja, klar. Das ist auch doof ein bisschen. Fuzzle. Den Sascha. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt auch alles richtig. Wenn nicht, immer melden. Den
dessen Namen ich so schlecht aussprechen kann. So. Jetzt muss ich das nochmal schließen, damit ich nicht durcheinander komme. Ich versuche mich zu beeilen. So. Black Reaper. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch der. Oder da haben wir jetzt noch Platz. Und dann nehmen wir dann schwarzes Weißbrot. So. Jetzt muss ich das nochmal gerade schließen und dann da überall ein Häkchen hinmachen. Habe ich auch. So, haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gnome brauchen wir noch, dann hätten wir alle wieder unter. Kommt Zeit, kommt Rat. Na, die können uns ja nichts tun. Die können so viel spawnen, wie sie wollen. So, wunderbar. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen laufen. Und überlegen uns, was wir denn als nächstes machen. Da wird fleißig gearbeitet, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Wie sieht es unten aus? Da haben wir dann alles. Aber wir müssen dann die Zimmer noch zuteilen, ne? So, pass auf. Soll ja keiner leben wie ein Hund. Sollen ja auch alle schön im Bettchen schlafen. So. So. Alles klar. Gehen wir weiter nach unten. Schauen wir mal, was wir da noch alles so Schickes in der Gegend rumkreuschen haben. Da hier, das sieht. Das ist Kohle. Da haben wir doch auch noch was Feines. Da möchte ich eigentlich mal hin. Dann buddeln wir uns da mal runter. Stare down. So. Schauen wir mal, ob sich da jetzt auch einer berufen fühlt. Kupfer, das können wir eigentlich auch mal gleich hier abbauen. So. Vielleicht finden wir doch noch was Feines. Wo ist der denn jetzt hergegangen? Der ist einfach weg. Komischer Kauz. Ah. Das muss ich nachher dann mal ausstellen. Die Facebook-Töne. Ja. Was macht hier eigentlich unser Tinkerer? Na, braucht noch ein bisschen. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob die im Moment. Ach ne, die sind mit der Nahrung sind die beschäftigt. Okay, ja, okay. Nahrung ist wichtig. Das sehe ich wohl ein. Wir haben ja noch da dieses riesen Weizenfeld. Das muss ja erst noch ganz bepflanzt werden. Das braucht jetzt natürlich ein Weilchen. Aber wir müssen ja auch gerüstet sein, dass wir unsere Viehzucht wieder aufbauen können. Weil ohne Jax keine Milch und ohne Milch kein Käse und ohne Käse kein Käseomelett.
Aber ganz ehrlich, wer mag denn schon Käseomelett? Mich würde mal interessieren, wer von euch sich denn bei dem Steam Winter Sale jetzt, bei diesem Holiday Sale, mit Schnäppchen eingedeckt hat. Also ich für meinen Teil habe da doch recht viel mir geholt. Aber auch einfach nur, weil es günstig war. Und ich hoffe mal, dass sich das nicht als Fehlinvestition herausstellen wird. Die sind da fleißig am Nahrung herstellen. Getränke werden ja jetzt immer weiter noch hergestellt. Sollten wir vielleicht jetzt mal ein bisschen kappen, oder? Weil 1954 Einheiten zu trinken. Was machen wir denn hier? Mushroom Tea, den können wir weitermachen. Was machen wir denn hier? Wein. Pass auf, da machen wir nicht Repeat draus, sondern da machen wir vielleicht mal, machen wir mal 500 draus. So. Mal zumindest sieht es jetzt nicht mehr so aus, als ob da jetzt noch was gearbeitet wird. Weil ich glaube, mehr brauchen wir im Moment auch nicht, weil wir haben ja gar nicht so viele Gnome und so viel Saufen tun die ja jetzt auch nicht. Und vor allem, es gibt ja auch noch andere Sachen, die trinken können. Und von daher sollte das passen. Können ja mal gucken, rein Interesse, in des Interesses willen. Was haben wir denn? Drinks. Was haben wir denn da? Da guck mal. 744 mal Wein. Ja, also auf jeden Fall, das können wir erstmal so lassen. Das lassen wir auch alles so. Oh, da ist jemand vor Erschöpfung zusammengebrochen. Steht hier leider nicht, ob man da jetzt mal hinklicken könnte, aber ich weiß, wer es war. Das habe ich jetzt eben noch gesehen. Hier. Move to. Er ist eingeschlafen, vor Erschöpfung. Warum gehst du denn nicht schlafen? Sowas aber auch. Nun gut. Dann mache ich jetzt hier auch mal einen ganz kurzen Cut. Nehme natürlich noch ein bisschen weiter auf. Und hoffe, dass dann auch diese Folge dann am 2.1. schon online kommt. Weil erster wird wohl nichts. Glaube ich nicht, dass das heute noch funktioniert. Gut. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.